Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge, zusammen mit einem LS-Profi. Moin, Meister. Ja. Und ja, wir haben es gerade gehört, der Herr Kollege wieder am Start. Was glaubst du, Junge, ohne mich geht's nicht. Oh, alter Mann, kannst du einfach nicht uploaden, ich glaube. Machen wir einfach wieder den 31er Move auf dem Feld draußen. Was ist das, Alter? Och Mann. Mal kurz gucken hier das Feld an. Wenn sonst wenn das in Ordnung ist, kaufe ich mir das. Was Fans? Würdest du dann sehen? Ich muss ja sowieso mit dir besprechen. Ich muss mir erstmal angucken. Gibt's halt wieder Challenge? Ich weiß es nicht. Ach, das ist scheiße, wir müssen das im Wach. Ach, ey. Was schon wieder? Warte jetzt einmal kurz, Leute. Ich muss kurz noch was schauen. Bin gleich wieder vielleicht da. Ja, in der Zeit können die ja mit mir sprechen. Hier haben sie mal das auch nicht zu sprechen. Oh Mann. Ist der Erntreif? Jo, Leitlein, ich bin hier wieder da. Was wird denn der für eine Zukunft? Oh ja, den hole ich mir. Da. Wie viel kostet der? Ach ja. Ich möchte gerne das Feld 41 kaufen. Auch nichts gibt's. Ich kauf das, ich will. Na, das will ich mir auch kaufen. Dann müssen wir jetzt wohl beten vor allem. Boden. 400.000. Ja, alles klar. Wo willst du denn das herbekommen? Hab ich auf mein Konto. Das Blöde für dich ist, dass ich halt die Bankdaten von dir sehe. Und da stehen. Na, Spaß, ich brauch's nicht. Kannst du haben. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Ja, ja. Da ist gekauft. Da muss ich mal kurz ein Selu. Jo, Leitlein, wir gehen mal da bald das Ding holen. Wo fahren eigentlich hin? Ah ja, okay. Fahren wir da oben und dann auf rechts. Ja, wir brauchen einen Kolk. Und hier. Einfach so. Hat keiner was gesehen und schreibt es mir ja nicht in die Kommentare. Kannst dich auf jeden Fall schon mal auf deinen Rechnung freuen. Warum? 10.000? Nö, aber da kommt noch mal Sachen drauf. Mehr als wie 10.000? Nein, ich habe noch gar keinen Preis. Achso. Aber ich weiß ja nur, was für Sachen ich dann da drauf schreibe. Da ziehe ich auf jeden Fall schon mal einen Anhänger oben drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich so alles machen noch soll. Ich habe natürlich das erste Mal nicht mehr so viel zu tun hier. Jetzt habe ich das erste Mal mein Projekt. Na gut, das zweite Mal im Projekt weniger Geld dazu. Und der eine Lohnnehmer ist auch mit dazu gekommen. So, jetzt haben wir schon zwei hier. Der dritte kommt und auch irgendwann. Ach Leute, das ist echt geil hier. Ja, letztens haben wir über die Bedingungen geredet, was wir machen, wenn der Verlierer verliert. Ach, schade, ey. Huch! Stand hier was? Oh Mann, ey, das muss echt mal sein.
Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Ist nichts, alles gut. Oh Mann, ey. Oh! Scheiße. Jetzt hast du aber nicht. Was? Hä? Wo ist mein zweiter Big Bag hin neben der Straße? Alter, bist du ein Clown? Ja, Digga. Du bist so ein 31er. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja. Das sehen wir dann, wenn die Rechnung kommt vom... vom... Dings. Ja, ja. Ja. Hab gar nichts gemacht? Mhm. Keine Ahnung, warum dein Big Pack da weg ist. Ja, ja. Ist doch so. Ich hab wirklich keine Ahnung. Wo der Chat? Keine Ahnung. Okay, trauen Sie sich nur einmal was, Alter. Dann ist aber... Keine Ahnung, was da hängt. Hm, sogar jetzt. Und nachher, wenn die Rechnung vom Anwalt kommt, dann, ja, so, dann ruckt das aus. Du holst aber die Rechnung von dem Eltern. Hm. Put in time, sag ich mir. Oh! Alter Vater! Uiuiuiui! Ui, ui. Oh! Herr Kollege! Alter! Herr Kollege! Junge, 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 Junge! Sie sind aber auch geisteskrank, oder? Nee, ich muss hier schnell durch, Alter! Ich hätte jetzt, dass du oben am Händler stehst wegen dem Namen, aber nicht direkt in der Kurve stehst, Alter! Alter, Alter! Wenn ich nur mal ausgewiesen bin, sonst würde ich die volle Karre und deine Bude fahren. Und dann werde ich jene am Händler, sag ich dir mal. Ey, wenn der Johnny jetzt noch länger, den Holland noch länger da oben am Feld steht, dann schnapp ich mir den, das sag ich dir. Für den letzten Challenge! Oh nein, leg dich bloß nicht hin, ey. Zäune! Warte mal, perfektes Thumbnail. Und nur irgendwie nochmal da runterkommen, ey. Ey, du bist so ein eine. Sowas hab ich noch nie erlebt. Anzeiger der Lesprofi mit der Ehe wegen Beschädigung meines. Ich habe noch nie so eine lächerliche Anzeige gesehen, ey. Vor allem Anzeige wegen Beschädigung meines Traktors, Junge. Ich habe noch nicht mal den Traktor berührt, Alter. Junge, ist das dein Ernst? Ich habe noch nie so eine lächerliche Anzeige gesehen, ey. Nicht dein Ernst. Und warum ständig? Ich weiß, es ist gut gemeint, aber ich hab doch einen Anhänger. Meine Fresse. Ja, ja, Grippe, dann lacht er wieder. Schreib deine Anzeige. Ey, sowas hab ich ja noch nie erlebt, ey. Oh Mann. Und Gegner, was los? Nix, nix. Schwiss in der Buchse wegen der Anzeige. Na. Ja. Mach deine Anzeige gegen mich, weil ich mein LKW beschädigt hab. Oh nee. Und dann 100.000, Junge. So wie ist der Tracy Bino nicht mehr wert, Alter. Sagen Sie. Ja, das lohne ich aber. Ich hab noch nicht mal berührt, Alter. Das mach ich demnächst auch, wenn du gegen die ganzen Laternen fährst. Dann wird's aber mehr als 100.000. Sonne lacht, die Sonne lacht. Das kann.
ehrlich nicht, was ich, aua, was ich tun soll. Finger überlegen. Ich frag mal, ich bin mal kurz ohne Melo. Jo, Leitland, das war jetzt notwendig wegen der Anzeige, weil der mein Drache beschädigt. Spaß. Aber der soll leider umständig zahlen. So, jetzt fahren wir nochmal auf, eh? Kalknochen und dann schauen wir weiter. Jojo, so geht's eben dahin. Ja, und dann schauen wir weiter. Und dann geht's eben weiter dahin. Ist das so? Ich weiß nicht, wo der Kollege schon wieder ist. So, dann fahren wir nochmal zum Hof, zum Feldmann hin, so. Und dann geht's eben dahin. Wow, Alter, ich schwöre, diese Straße. Die ist ja nicht normal, nein. So, dann. Ah, ist auch wieder da. Alles gut, safe, alles gut. So. Wie schaut's jetzt aus? Gibt's heute noch eine Herausforderung oder? Aber dann ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Die dritte hier. Schaut doch beim lieben LS-Profi vorbei und Spionieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.